In diesem Video geht es um Patente und Amazon FBA und ich sitze hier mit dem Profi von Amazon FBA zusammen, nämlich Lukas Manko. Wenn ihr seinen YouTube-Kanal zum Erfolg angucken wollt, dann seht ihr genau, wie man bis zu 1000 Euro am Tag netto einfach mit Amazon FBA verdienen kann oder sogar noch mehr. Und viele andere super coole Videos, also checkt seinen Kanal aus und jetzt geht es erstmal um Patente. Herzlich willkommen hier beim Kanal zum Erfolg. Mein Name ist Lukas Manko und hier neben mir sitzt Rolf Klesen, Patentanwalt. Und du hast ja, denke ich, jetzt auch schon einige Videos von uns beiden hier gesehen. Und wir wollen heute mal rund um das Thema der Patente reden. Auch vorweg möchte ich noch mal kurz sagen, wenn du mehr zum ganzen Thema Markenrecht, Patente, Design, also alles, was wir auch in den vorherigen Videos schon besprochen haben, dann kannst du gerne mal bei Rolfs Kanal vorbeischauen. Der hat da ganz, ganz viele praktische Anleitungen, auch wirklich, wie du mit einzelnen Suchmaschinen oder mit einzelnen Rechercheplattformen umgehst, wie du wirklich herausfindest, zum Beispiel, ob dein Markenname schon vergeben ist. Und da kannst du dir wirklich noch mal ganz genau so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung holen, wenn es um diese ganzen Themenbereiche hier geht. Aber jetzt geht es auch mit dem Thema Patente los. Und was mich jetzt als erstes war, als Amazon-Verkäufer natürlich auch interessiert, wie finde ich jetzt erstmal heraus, ob ein bestehendes Produkt ein Patent hat? Gibt es dafür wieder verschiedene Suchmaschinen, die ich nutzen kann? Was ist also die beste Methode, wie ich vorgehen kann? Ja, also super einfach ist es, wenn man schon genau weiß, was für ein Produkt man im Auge hat. Ist das patentiert oder nicht? Dann kennt man ja den Hersteller von diesem Produkt. Und dann kann man in Patentdatenbanken eben genau diesen Hersteller als Patentanmelder eingeben und sehen, hat er schon Patent da drauf oder nicht. Und eine dieser Datenbanken, die ich ganz oft benutze, die auch kostenfrei ist, ist ESPAS.net. Den Link packen wir in die Shownotes, der ist worldwide.espasnet.com, aber wir packen das in die Shownotes. Eine andere Datenbank, die auch super ist, ist Departis.net. ESPAS.net wird von einem europäischen Patentamt betrieben und Departis.net vom deutschen Patentamt. Beide Links packen wir rein und beide Datenbanken sind etwa vergleichbar. Departis.net hat eine etwas bessere Abfragesprache, da kann man sehr komplexe Abfragen machen. ESPAS.net hat wieder andere Vorteile, da kann man direkte Links in verschiedene Register haben und so weiter und gucken, wie ist jetzt der Anmeldestatus, was sagt der Prüfer und so. Also jede Datenbank hat seine Daseinsberechtigung, Links sind in den Shownotes. Und da kann man eben unter Applicant oder Anmelder eben dann, weiß ich, wenn es ein Produkt von Sony ist und man sehen will, ist das patentiert, kann man eben Sony eingeben und dann findet man halt alle 20.000 Patente von Sony. Das sind einige, denke ich. Apple dürften auch ein, zwei sein, genau, die wir anmelden. Ich habe das Buch von Steve Jobs gelesen, da haben wir irgendwie, oder habe ich gelesen, dass die, glaube ich, im Jahr, glaube ich, 60, 70 Patente einfach anmelden, einfach auch sehr. Also einfach alles, was ihnen irgendwie in den Kopf kommt, wird erstmal direkt im Patentamt angemeldet, ohne dass das irgendwie auch umgesetzt wird. Das ist Wahnsinn, was sie da... Es wird alles angemeldet. Man kann die Recherche noch einschränken nach Stichworten. Das ist allerdings ein bisschen gefährlich, weil es ja viele Synonyme gibt. Ne? Also wenn ich jetzt ein bestimmtes Stichwort eingebe, dann gibt es vielleicht den gleichen Begriff, also das mit dem gleichen Bedeutungsgehalt ein völlig anderes Wort und dann findet man das schon nicht. Was man aber auch tun kann, ist, es gibt sogenannte IPC-Klassen. Das ist schon ein bisschen professioneller. Für die Profis eher, aber wenn ihr euch da ein bisschen reinlesen wollt, IPC-Klassen sind, die ganzen Patente sind in technische Gebiete eingeteilt, in technische Klassen. Also chemische Erfindungen sind in der Klasse C oder weiß ich, elektrotechnische Erfindungen und so Software-Kram ist in H zum Beispiel. Und dann gibt es dann Unterklassen, weiß ich, C09D oder C09C und dann 55/65 oder so, ja. Das sind dann die Beschichtungen mit ganz bestimmten Materialien oder so. Und dann kann man die Recherche halt einschränken nach technischen Gebieten und dann hat man halt nicht alle 20.000 Apple-Patente da oder Sony-Patente in der Recherche, sondern dann hat man vielleicht nur noch 50, die man angucken muss und das ist dann vielleicht schon wieder viel besser. Ich denke aber, dass bei uns als Private Label Seller ist es ja auch oft so, dass es auch viele nicht ganz so große Marken gibt, wie jetzt Apple und Sony sind schon riesige Giganten. Klar, Und wo man dann auch wirklich gut über den Namen schon eigentlich dann das herausfindet, was man auch sucht. Genau. Kann ich da dann auch wirklich, also ich sag mal, derjenige hat jetzt vielleicht 20, 30, was ja auch vielleicht für den Laien, mich jetzt auch zum Beispiel in diesem Thema sehr verwirrend erstmal ist, kann man da selber auch schon herausfinden und ein bisschen auch darauf eingehen, auf welches Produkt, oder sieht man dort, auf welches Produkt das Ganze dann auch sich bezieht, dieses Patent, oder ist das so in so, wie es so oft ist, in so kurzen Abkürzungen, die dann immer etwas irgendwie bedeuten, kann ich das da gut selber recherchieren oder würdest du dort empfehlen, auch selber dann zum Patentanwalt oder zu jemandem Experten zu greifen? Ja, also Patente haben schon eine ganz eigene Sprache, aber man kann auch selbst schon mal einen ganz guten Eindruck davon bekommen, bin ich jetzt voll daneben, neben diesem Patent oder könnte es gefährlich werden?
Also das Wichtigste sind die Patentansprüche. Die heißen Englisch Claims, ja, oder im Deutschen Patentansprüche. Die stehen meistens ziemlich am Ende der Patente, außer bei den Amerikanern. Da stehen sie, da stehen sie mittlerweile auch am Ende. Und da steht dann eben genau im Anspruch 1 meistens, in dem breitesten unabhängigen Anspruch, was genau geschützt ist. Und wenn dann da eben steht bei sich Vehicle with two wheels oder so weiter und ich habe einen Kopfhörer, dann weiß ich schon, okay, das betrifft mich jetzt mal überhaupt nicht, dieses Patent, kann ich das schon mal aussortieren. Ja? Also so eine grobe Vorsortierung kann ich vornehmen. Wenn es aber so sein könnte, dass ich eingreife oder nicht, dann kann es eigentlich nur ein Fachmann feststellen, also ein Patentanwalt oder ein Rechtsanwalt, der sich mit Patentrecht beschäftigt. Die können dann, wir betreuen eben so, weiß ich, 6.500 Patentschutzrechte in der Kanzlei, da haben wir so gewisse Erfahrungswerte halt, greift man jetzt in ein Patent ein oder nicht. Da gibt es unheimlich viel Rechtsprechung natürlich. Man kann unmittelbar eingreifen im Wortsinn, also dass man wirklich genau das tut, was da steht in diesem Patentanspruch. Man kann aber auch ein Patent angreifen, wenn man äquivalent verletzt, ja, also wenn man wenn das eben gleichwirkend ist, das, was man tut. Das steht zwar nicht genauso im Patentanspruch, aber das, was man tut, hat genau die gleiche Wirkung, was da steht. Dann kann es sein, dass man trotzdem in das Patent eingreift. Ja? Eine Sache, die wir jetzt so ein bisschen hinten dran hängen, die ich eigentlich vorher lieber fragen hätte sollen. Ja. Was ist überhaupt ein Patent? Ja. Sehr, sehr wichtiges, okay, Thema eigentlich. Klar, natürlich. Aber können wir jetzt vielleicht nochmal kurz auf eingehen? Was Na, ist klar. das überhaupt? Ja, also mit einem Patent wird immer eine technische neue Erfindung geschützt. Ja? Außer in den USA, da ist die Technizität kein Erfordernis. Aber in allen Ländern, allen anderen Ländern der Erde und USA gibt es mittlerweile auch eine Entscheidung, die in die Richtung geht. Also es muss einmal irgendwie technisch sein. Was ist technisch? Das ist leider nicht genau definiert, aber man kann so als Faustregel erstmal sagen, alles, was man anfassen kann und was irgendwie eben, weiß ich, irgendwelche Stellschrauben hat oder irgendwelche Motoren oder, weiß ich, ein Haarshampoo, alles irgendwie ist eine technische Erfindung, ist irgendwie auf irgendeinem Bereich der Technik unterwegs, ja. Was ist nicht technisch, also als Beispiel, als Gegenbeispiel, eine Auktion, ja, eine reine Auktion, da gibt es auch Patentanmeldungen, die sind dann zugewiesen worden, das ist einfach eine betriebswirtschaftliche Überlegung, ja, wie verkaufe ich Dinge, entweder über Gebote, über einen festen Preis oder so, das ist einfach ein betriebswirtschaftliches Instrument zu einer Auktion, das hat nichts mit Technik zu tun, ne? Aber man kann als Laie auch schon meistens irgendwie sehen, ist das jetzt technisch oder nicht. Wenn man eben so eine Erfindung hat, sagen wir, man hat einen neuen Haarfilm für Elefanten erfunden, ja, gibt es halt noch nicht, ja, und die haben ja auch Haare, die müssen ja auch irgendwie ihre Haare trocknen, dann muss man sehen, jetzt hat man diese Erfindung gemacht und dann muss man sich das Wissen so rundherum, denn ein Patent muss zum Anmeldetag neu sein, sonst kriegt man kein Patent drauf, ja, sonst wird es nicht erteilt, muss man sich das Wissen wie so eine Wissenslandkarte vorstellen, ja, also es gibt so eine große Landkarte und da gibt es eben, weiß ich, die Windkanäle und dann gibt es die normalen Haartrockner, so die man also aus dem Badezimmer kennt und so und lauter verschiedene Sachen, die so ähnlich sind vielleicht wie der Haartrockner für Elefanten, den man gefunden hat. Und in der Mitte ist so ein unregelmäßiger weißer Fleck. Und der Haartrockner Elefanten, der ist eben genau ein Punkt in dieser Mitte von diesem weißen Fleck. Und jetzt ist dann die Kunst, in dieser Patentanmeldung möglichst viel von dieser weißen Fläche für einen auszuschneiden, ja, dass man eben einen Schutz für diesen Haartrockner für Elefanten hat und dass nicht jemand ganz einfach drum rumkommt, indem er es dann halt nicht mehr rund macht, sondern eckig, der eigene war halt rund, ja, oder dass er das irgendwie ein bisschen größer und nicht so klein macht oder so, dass man das möglichst breit schützt, so dass es eben haarscharf neu ist und so gerade auch erfinderisch ist, das ist ein weiteres Erfordernis, dass eben jemand, der das nur ein bisschen anders macht, dann nicht so leicht drumherum kommt. Das ist dann eben die Kunst, die ein Patentanwalt hoffentlich beherrscht, um dann eben möglichst viel rauszuholen natürlich. Ja, das heißt sozusagen, wenn jemand irgendwie schon mal eine Idee hat oder vielleicht auch in Amerika dieses Produkt vielleicht schon existiert, darauf vielleicht ein Design oder auch das Patent angemeldet hat, dann kann ich mir eigentlich schon komplett abschminken, nicht nur eigentlich, sondern man kann genau. sich, genau, weil es halt keine Neuheit ist. Genau. Es gibt schon irgendwo. Ja. Okay. Selbst wenn es irgendwo in der Zeitung in einer Vorstadt von Kopenhagen veröffentlicht worden ist, das war mal ein konkreter Fall, kann man es dann nicht mehr schützen. Okay. Was ist, wenn es irgendwo mal eine Idee gab oder irgendwie so eine Art Überlegung, zum Beispiel ein Video oder eine Art Prototyp mal skizziert wurde, zählt es dann auch schon als, es gibt es schon oder muss das Produkt wirklich physisch schon am Markt sein? Dass es Nein, die zählt. Idee reicht. Ja? Also wenn das schon irgendwo tatsächlich genau skizziert ist und genauso funktioniert und man macht es so und man hat jetzt keine Weiterentwicklung vorgenommen, was unwahrscheinlich ist, ja. Also wenn es irgendwie nur so eine grobe Skizze gibt, dann, wenn ich einen Prototypen geschaffen habe, dann habe ich das ja immer irgendwie weiterentwickelt. Ne? Dann
dann kann man da bestimmt irgendwas dran schützen. Ja. Aber so vom Prinzip her, jede Veröffentlichung zählt. Okay. Ja. Und ich denke, das ist jetzt schon sehr advanced, denke ich, dieser Teil. Ich habe jetzt mein eigenes Patent oder ich habe ein Produkt, wo ich jetzt, sage ich mal, ausgehe, okay, hier drauf möchte ich ein Patent anmelden. Wie würdest du dort vorgehen? Kann man das selber machen? Ich würde jetzt einfach mal schon mal vorweg sagen, ich denke persönlich nicht. Ja. Wie du eben schon gesagt hast, wahnsinnig komplex, was man dort einziehen kann. Kann ich das erstmal selber machen oder eher nicht? Also beim Patentamt kann man alles selbst machen. Ja. Aber bei einer Patentanmeldung würde ich sagen, das ist so das Komplexeste von, wenn man jetzt Marken, Designs, Patente sieht, ist Patent schon das Komplexeste. Ja? Also einmal schon allein dieser Prozess rauszukristallisieren, was ist bekannt, was ist unbekannt, dieser weiße Fleck, wie bestimme ich den, ja? Das ist schon schwierig genug. Wie mache ich jetzt genau die Recherche, um rauszufinden, was ist bekannt? Dann, wie formuliere ich meine Patentansprüche? Ich sehe ganz oft selbstgemachte Patentansprüche, das sind dann zum Beispiel mehrere Sätze. Ja? Großer Fehler, man darf nur einen einzigen Satz schreiben. Ja? Alles andere zählt dann halt nicht mehr. Ja? Alles, was nach dem ersten Punkt kommt, ist quasi nicht mehr Gegenstand des Schutzes. Ja? Wenn ich jetzt einen selbstgeschriebenen Anspruch sehe, dann ist der manchmal ganz lang. Da wird dann genau geschrieben, weiß ich, viereckig und rot und eine Spirale da und ein Motor da und so weiter. Das ist alles vielleicht gar nicht notwendig. Ja? Das Wichtigste ist, dass es möglichst abstrakt und breit ist. Ja? Also ich formuliere zum Beispiel einen Anspruch so, dass ich nur, weiß ich, den Oberbegriff nehme, weiß ich, Fahrzeug. Ja? Und dann gucke ich, was ist jetzt der Kernpunkt der Erfindung, was ist der einzige Unterschied, wo sich die eigene Erfindung von allen anderen Sachen unterscheidet. Ja? Und wenn ich diesen einen Punkt nur noch reinnehme, ja, dann habe ich einen super breiten Anspruch. Ja? Dann habe ich nur Fahrzeug und dann dieses eine Merkmal. Und nicht noch tausend andere Sachen, was ich Außenspiegel und Mittelspiegel und Blinker, ja, und so weiter, das brauche ich alles nicht. Denn wenn jemand den Blinker weglässt, ist er dann schon nicht mehr in einem Patent drin. Ja? Also das ist schon mal eine Kunst, diese Ansprüche zu machen. Und dann diese Patentanmeldung zu formulieren, ist auch nicht super trivial. Ja? Man muss zum Beispiel immer genau auch reinschreiben, wie es funktioniert. Wie funktioniert die Erfindung, wenn man nachher aus dem Patent gegen den Wettbewerber vorgeht und der nachweisen kann, dass es gar nicht so funktioniert, wie es da drin steht, dann kann er das Patent damit angreifen und vernichten. Ja, also man muss auch ein konkretes Beispiel reinschreiben, das muss sorgfältig formuliert sein. Also ich kann nur jedem raten, wenigstens die Patentanmeldung, die ist nun sehr kompliziert, eben von jemandem vornehmen zu lassen, der sich damit auskennt und vielleicht auch jemand, der aus diesem technischen Gebiet kommt. Ich selbst bin Chemiker. Und wenn jetzt jemand ankommt und sagt, der hat einen Motor erfunden, dann muss ich sagen, ich bin völlig inkompetent, ich kann dir leider nicht helfen. Mein Kollege, der Thomas Buchenau, auch in unserer Kanzlei, ja, der hat Maschinenbau studiert, Institut für Fahrzeugtechnik an der Technischen Universität in Aachen, der kennt sich super damit aus. Ja? Der weiß genau, wie ein Motor funktioniert, alles super, der kann das schützen. Ja? Aber man sucht sich dann auch einen Patentanwalt eben aus, der zu diesem technischen Gebiet passt. Sehr interessant, ja, auf jeden Fall. Ein sehr komplexes Thema. Da könnte man, glaube ich, mehrere Stunden drüber sprechen. Genau, natürlich. Es gibt nicht umsonst den Beruf letztendlich auch Patentanwalt und diese Spezifikation. Das hat alles, denke ich, seine Berechtigung. Was mich jetzt auch interessiert, wie oder was passiert, wenn ich gegen ein Patent wieder verstoßen habe? Die Frage, die wir hier bei jedem Thema jetzt gestellt haben, aber beim Markenrecht, beim Patentrecht, sieht das eigentlich ähnlich aus wie beim... Eigentlich genau ähnlich, außer dass es bei der Patentverletzung oft um viel mehr Geld geht. Ja? Ein Patentverletzungsprozess ist meistens teurer als jetzt ein Design- oder Markenverletzungsprozess. Und deswegen hat man da dann auch mehr Budget, um sich dagegen zu verteidigen. Nehmen wir an, ich werde aus einem Patent verklagt. Ich weiß, statistisch gesehen, wenn ich ein Patent angreife, wird es zu einem Drittel, also einem Einspruchsverfahren oder einem Nichtigkeitsverfahren, Nichtigkeitsklage, in einem Drittel wird es widerrufen. In einem Drittel wird so stark eingeschränkt, dass es mich gar nicht mehr so stört. Und nur in einem Drittel bleibt es so aufrechterhalten, wie es erteilt wurde. Das heißt, dann ist auf jeden Fall da ein Incentive, dass ich das angreife in der Nichtigkeitsklage. Ja, ich mache dann also eine Recherche, eine ausführliche, gab es das vielleicht schon vor dem Anmeldetag. So eine Patentrecherche kann, wenn ich jetzt eine Nichtigkeitsklage anstrengen will, irgendwo zwischen 3.000 und 6.000 Euro kosten, also kann sehr aufwendig sein. Dann so eine Nichtigkeitsklage auszuarbeiten, kann irgendwo zwischen 5.000 und 10.000 Euro kosten, ja, also auch sehr aufwendig. Ja. Man kann es natürlich immer günstiger machen. Ja. Ich werde immer nach meiner Stundenzahl bezahlt. Ja. Wenn mir gesagt wird, okay, bitte nur einen halben Tag dran arbeiten, kann ich auch machen. Ja. Dann taugt es vielleicht aber nicht so viel. Also so ein Patentverletzungsprozess kostet ziemlich viel Geld und Zeit.
da hat man dann auch ein bisschen mehr Budget dadurch vielleicht, um dann das Patent auch anzugreifen. Ja. Das denke ich auch. Ja. Und ich denke auch, ja, dass es für uns als FGA, also Private Label Seller, jetzt auch erstmal nicht so die, oder das, der Schritt des Patents ist schon sehr, sehr fortgeschritten ist. Das Design haben wir eben schon im Video davor besprochen. Es ist schon sehr realistisch, da kann man mal im Produktdesign auch wirklich was Eigenes entwickeln. Patent, wie du sagst, muss technisch sein. Da steckt, denke ich, auch viele Jahre. Also ich denke nicht, dass man mal kurz was entwirft, ein Patent drauf anmeldet, mal vor einem halben Jahr. Da stecken mehrere Jahre Entwicklungszeit drin, viel, viel Blut, Schweiß und auch sehr viel Geld wahrscheinlich. Ja. Und dann ist das wahrscheinlich einfach schon wert, dann auch in der Abwehrung oder halt im Fall der Fälle, wenn es halt zu einer Abmahnung oder halt zum Fall des, der Anklage oder so kommt, dann wert, das Ganze zu beschreiten. Ja, vielleicht ein wichtiger Punkt. Also wenn ihr kreativ seid und selbst eine Idee habt, die ihr patentieren wollt, dann hast du schon gesagt, kostet das mehr als eine Marke oder ein Patent, nämlich so ungefähr, sage ich mal, zwischen 3.000 und 6.000 Euro, so typischerweise. Aber wenn es die erste Patentanmeldung ist, wird die Hälfte vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert. Da gibt es ein Förderprogramm, das heißt Vipano. Da kann man auch einen Link hier in die Shownotes packen. Ich habe dazu auch ein kurzes Erklärvideo mal gemacht zu Vipano. Da kann man bis zu 16.000 Euro vom Staat geschenkt bekommen für eine Recherche, für die Patentanmeldung, für internationalen Schutz, für Vermarktung des Produktes. Also wenn man kreativ ist und sich das schützen lassen will, dann kann man sich da auch fördern lassen. Das ist eine super Sache. Also wenn man die Hälfte schon mal wieder bekommt, das ist eine ganz gute Menge, weil hier 3.000 bis 6.000 hast du gesagt? So ungefähr, so. Das Daumenwert. So. Ja, das ist schon nicht nett. Da packen wir auf jeden Fall in die Shownotes die ganzen Links, die wir auch diesmal wieder angesprochen haben. Ja, ich denke, das war es jetzt erstmal vom Thema der Patente. Ich denke, das war auch wieder sehr ausführlich und hier waren sehr viele Details drin. Wie gesagt, wenn du noch mehr zum ganzen Thema Markenrecht, Designschutz und Patente wissen möchtest, dann kannst du gern bei Rolf auf seinem Kanal vorbeischauen. Den findest du auch hier direkt in der Beschreibung. Und ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Du konntest hier draus was Neues lernen, ein bisschen was mitnehmen. Und wir sehen uns hoffentlich in den nächsten Videos wieder. Und zu dir, Rolf, auch nochmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und hier so viel Mehrwert letztendlich auch mitgegeben hast. Finde ich sehr cool und vielen Dank dafür. Ja, danke, Lukas. Gerne. Super. Ja.